Der Berlin-Marathon ist jetzt schon wieder fast eine Woche her und ich bin euch noch einen Rennbericht schuldig. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal die Kamera auf meinen kleinen Lauf hier mitgenommen. Der zweite nach dem Marathon, also gestern bin ich schon mal meine Hausrunde hier 8 Kilometer gelaufen. Heute mache ich es auch nochmal und es geht wieder alles ganz okay, keine Schmerzen mehr. Aber kennt ihr wahrscheinlich auch, so die ersten Tage nach so einem Wettkampf ist dann alles sehr ungelenk. Ich hatte auch an 2-3 Zehen schöne dicke Blasen, aber das hat sich zum Glück alles wieder zurückgebildet. Aber jetzt zum Berlin-Marathon, war ja Bombenwetter, ging gar nicht besser. Ich hatte am Anfang sogar fast überlegt, ob ich noch irgendwie Funktions-T-Shirt unterziehe, weil es natürlich morgens recht frisch war. Aber zum Glück habe ich es dann doch nicht gemacht. Also wirklich optimale Temperaturen. Aber vielleicht die Zeit erstmal. Also ich bin gelaufen 3:24 und 59 Sekunden, 57 Sekunden. Ist auch ziemlich egal. Auf jeden Fall meine persönliche Bestzeit. Und wer die anderen Videos vorher gesehen hat, weiß, dass ich lange ein bisschen rumgerätselt habe, wie schnell ich laufen werde. Und dann fiel meine Entscheidung ja auf ein kleines Experiment. Ich wollte nicht komplett nach Leistung, also Watt, pacen und habe auch eben dieses kleine Experiment gewagt, komplett die letzten Wochen vor dem Wettkampf auch nur nach Watt zu trainieren und wollte einfach mal schauen, ob das funktioniert, wie das Training war. Dazu könnt ihr die anderen Videos gucken, aber beim Wettkampf kann ich euch sagen, war es ziemlich cool. Also da war die Wattzahl mal wieder eine sehr schöne Vorgabe, an der ich mich orientieren konnte. So, ich mache es wie gestern so, kleiner Wechsel zwischen Joggen und Gehen, einfach um ganz langsam wieder reinzukommen. Und das ist natürlich auch viel besser, wenn ich erzähle, dann habe ich ein bisschen mehr Luft. Ich war ja im Vorhinein so ein bisschen unsicher, wo ist ungefähr meine Schwellenleistung. Der 10 Kilometer Testlauf ist in die Hose gegangen, was die Ergebnisse, die ich daraus ziehen konnte, anbelangt. Also nach meiner Kalkulation hätte ich den Marathon mit vielleicht knapp 260 Watt laufen können. Ich wollte mit 255 Watt loslaufen und dann halt eben ab Halbmarathon oder ein bisschen später schauen, ob ich es hier ein bisschen steigere. Und ungefähr daran habe ich mich orientiert. Also ich bin, wenn ihr euch die Kilometer Zwischenstände anguckt, mit ja ungefähr genau der Maßgabe losgelaufen und habe dann aber ganz bisschen Tempo, glaube ich, rausgenommen. Ich wollte es einfach nicht überpacen, wollte nicht überzocken. Bin halt von meiner Natur aus eher so ein defensiver Typ und manche können jetzt sagen, hätte am Anfang ein bisschen mehr Gas gegeben, wäre mehr drin gewesen. Aber ja, ich glaube, das war schon ziemlich genau die Belastung, die an dem Tag drin war. Und wenn ihr euch die Zeiten anguckt bzw. die Daten, dann seht ihr, ich habe es halt geschafft, tatsächlich ab Halbmarathon ein bisschen anzuziehen bzw. ein bisschen später einfach ein bisschen mehr Watt zu laufen, so dass ich jetzt einen Negativsplit habe. Das finde ich sehr cool. Also mir ist immer wichtig, nicht einzubrechen. Klar, muss es auch mal Wettkämpfe geben, wo man all out geht, alles probiert. Aber das war jetzt nicht mein Ziel, das Maximale rauszuholen, sondern gut durchzukommen und irgendwie auch ein bisschen Spaß zu haben und tatsächlich auch mich sogar noch zu verbessern, wenn das mit drin ist. Sag ich mal, habe ich das gerne mitgenommen und es war drin und das ist natürlich total cool. Ja, lustig auch, wenn ihr euch anschaut, die Platzierung bis zum Halbmarathon oder bis 15 Kilometer, glaube ich, muss gleich auch nochmal nachschauen, habe ich mich in meiner Platzierung so ein bisschen verschlechtert. Und ab dann ging es bergauf. Weil Menschen sehr unterschiedlich halt so einen Lauf angehen. Manche sich vielleicht mehr erhoffen, als dann am Ende drin ist. Und wie gesagt, bei mir ist es genau umgekehrt. Also lieber nach hinten raus ein bisschen mehr Gas geben. Macht mir einfach mehr Spaß. Und erzeugt einfach ein gutes Gefühl, als sich den Rest der Strecke dann irgendwie nur noch quälen zu müssen. Es gibt so 2-3 markante Punkte auf der Strecke, die sich auch in den Daten niederschlagen. Da war einmal so um Kilometer 12. Da musste ich einfach nochmal meine Blase entleeren und bin da ins Gebüsch gehüpft und habe mir eigentlich gesagt, als ich wieder rauskam, genauso entspannt weiterlaufen. Aber irgendwie hatte ich es dann so im Kopf drin, verdammt, ich will doch wieder irgendwie Zeit gut machen. Und da wurde der Lauf so ein bisschen unruhiger. Also ich bin halt ein bisschen schneller gelaufen. Vielleicht war es auch ganz gut, dass ich nicht mein Schneckentempo von Beginn an weiter fortgesetzt habe. Aber ja, das war so ein Ding, wo ich mit mir so ein bisschen gerungen habe. Und
Das gleiche auch nochmal bei Kilometer 21, weil ich wusste, okay, ich hatte mir im Vorfeld gesagt, ab Kilometer 21 guckst du mal. Und ich glaube, da habe ich so unbewusst immer wieder angetestet, ein bisschen schneller zu laufen, aber war doch sehr unentschieden und hatte den Eindruck zu der Zeit, dass es dann auch sehr unregelmäßig und auch so ein bisschen unrund war. Und ich glaube, dass da auch mein Herzfrequenz so deswegen so ein bisschen angestiegen ist. Weiß ich gar nicht mehr genau, aber irgendwie hat sich es nicht mehr so easy peasy angefühlt wie auf den ersten 21 Kilometern. Insgesamt war der Lauf aber immer noch wirklich, ja, ein sehr schöner Lauf. Also nichts Verbissenes. Und ich habe dann ab und zu mal noch auf meine Durchschnittspace vom Gesamtlauf geguckt und dachte mir, ah, cool, also ich bin ja tatsächlich schneller, wenn ich so weiterlaufe, als bei meinem letzten Berlin-Marathon vor 2-3 Jahren oder so. Ich glaube, da hatte ich 2,27. Und das hat mir natürlich auch noch Mut und Auftrieb gegeben. Und ich habe dann, glaube ich, ab Kilometer 25, 27 oder so gewagt, dann einfach noch ein bisschen anzutreten. Trotzdem darauf zu achten, nicht zu schnell zu werden. Ich hatte, glaube ich, so ein paar Spitzen drin. Aber gut, die bleiben nicht aus. Im Schnitt ist der Durchschnittswert von der Wattleistung und natürlich auch von der Pace dann immer noch ein bisschen niedriger. Die Verpflegungsstation, also ich bin zwar nicht stehen geblieben, aber man reduziert natürlich das Tempo, um da entsprechend auch zu trinken. Ja, und insofern lief das ganz gut. Ich habe dann ab, ja, ich glaube 35, 37 habe ich schon gemerkt, okay, also mehr geht jetzt auch nicht. Also da war ich, glaube ich, schon so weit, dass ich nicht mehr hätte laufen oder schnell hätte laufen können. Hab probiert, dann das Tempo ungefähr beizuhalten. Bisschen langsamer, glaube ich, bin ich geworden. Und musste dann bei Kilometer 40, glaube ich, tatsächlich echt nochmal ein bisschen Zähne zusammen machen. Und ja, habe mich gefreut, dass ich dann gut ins Ziel gekommen bin. Also insgesamt wirklich ein schöner Lauf, schöner Saisonabschluss. Hat richtig Spaß gemacht, so hier natürlich nochmal in der Heimat das Ding zu rocken. Andererseits war es natürlich wegen der vielen, vielen Teilnehmenden extrem voll. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie ständig anderen Leuten in die Jacken getreten bin oder die mir. Aber ja, es ist halt schon eng, es ist kein freies Laufen. Und da habe ich so gemerkt, irgendwie so ein Lauf durch die Natur, wie die Harzquerung, die ich dieses Jahr auch gemacht habe, ist irgendwie doch nochmal eine andere Sache und macht ja irgendwie auch mehr Spaß. Aber wie es in Zukunft dann vielleicht für mich weitergeht, am Ende des Videos nochmal 2-3 Sätze. Vielleicht noch zur Verpflegung. Ich hatte ja Miguels eingepackt, hat sie in so eine kleine Quetschflasche gepresst. Bin mit insgesamt 6 Gels ausgekommen. 3 habe ich selber mitgenommen. 3 habe ich mir dann bei Kilometer 27 geschnappt an dem Stand. Genau, und habe die nach und nach dann in mich reingezuzelt. Das war, glaube ich, ausreichend und auch nicht zu viel. Also mit dem Magen ist da nichts passiert. Habe probiert, wirklich bei jeder Station zu trinken. Es war jetzt nicht so heiß, dass man halt viel trinken musste. Aber körperlich habe ich da jetzt irgendwie keine Einschränkungen gemerkt. Das war alles sehr cool. Ja, das Limitierende, glaube ich, war, dass die Beine einfach am Ende schlapper waren, als ich dachte, oder ja, vielleicht übersäuert, ich weiß es nicht. Übersäuert kann eigentlich auch nicht sein, aber da war einfach die Luft raus, weil die Luft hier in der Lunge und so, die war völlig okay. Das war irgendwie keine Einschränkung. Ja, finde ich auch nochmal ganz interessant. Was das jetzt heißt, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr eine gute Idee oder was ich in Zukunft mehr trainieren müsste, damit das dann nicht vorkommt. Und wie eben schon gesagt, also damit geht für mich ja eine schöne Laufsaison zu Ende. Ich habe ja jetzt nach viel Triathlon einfach mal mich aufs Laufen fokussiert in diesem Jahr. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ich wollte einfach mal lange laufen, lange Distanzen laufen und habe mich da langsam rangetestet. Höhepunkt war dann der Rennsteiglauf mit 73, 74 Kilometern, dass ich ja so lange überhaupt laufen kann, fand ich schon beachtlich. Und vorher, was ich vorhin schon meinte, die Harzquerung mit 53, 54 Kilometern, wirklich, also war mein, ja, emotionales Highlight, war einfach die schönste Strecke.
Und ich habe mich dabei erwischt, schon mal zu gucken, ob ich mich anmelde wieder für die Harzquerung. Ich weiß es noch nicht, weil auf der einen Seite merke ich schon die Belastung auf die Gelenke. Da will ich irgendwie jetzt auch nichts überstrapazieren. Andererseits der Reiz von so schönen Strecken und auch so ein bisschen einsameres Laufen finde ich auch sehr schön. Und ja, bin jetzt ja nochmal auf eine andere Möglichkeit des Laufens oder Wettkampfs gekommen. Vielleicht kennt ihr das ja, sogenanntes Backyard-Laufen, also wo man in jeder Stunde eine Runde läuft über die Distanz von 6,7 Kilometern. Und ja, Ziel ist es, nach jeder Stunde auch wieder an der Startlinie zu stehen und die nächste Runde zu laufen. Und das kann man machen, solange man es schafft. Und da gibt es natürlich irgendwelche Freaks, die hunderte von Kilometern laufen. Aber ist halt nochmal ein völlig anderes Laufen, viel stressfreier, weil man ja gar nicht schnell loslaufen muss, sondern einfach gucken muss, welche Strategie fährt man persönlich, welche passt zu einem am besten. Keine Ahnung, ob ich sowas nächstes Jahr machen werde. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Eigentlich habe ich mir jetzt auch nochmal einen neuen Rollentrainer bestellt, weil ich dachte, ach so, Radfahren ist ja auch eine schöne Sache. Aber ja, ich bin da wirklich noch sehr zwiegespalten, wie es weitergeht. Lass mich da selber von mir überraschen. Bin auf jeden Fall dankbar, dass ich so verletzungsfrei durch dieses Jahr kam oder durch die Saison. Das ist schon sehr cool. Dass ich so viel Freude hatte, hat echt Spaß gemacht. Ihr habt gemerkt, mit den Videos ist einfach ein bisschen weniger geworden. Es liegt daran, weil ich auf meinem anderen Kanal einfach jetzt mehr Videos mache, weil die einfach zu meinem Business halt ganz gut passen. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Das ist einfach dann zusätzlich nochmal so ein Faktor Zeit, den man einplanen muss. Mich hat es immer sehr motiviert, die Videos zu machen. Hat auch sehr großen Spaß gemacht. Ja, vielleicht trete ich da ein bisschen kürzer, vielleicht auch nicht. Auch da lasst es einfach auf mich zukommen, so wie es passt. Will hier keine Versprechungen machen. Schaut einfach mal, wie es weitergeht. Und ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Wünsche euch gutes Trainieren und vielleicht sehen wir uns irgendwo an der Strecke mal. Ja, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.